Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Am 20. November ist es soweit. Mein neues Buch Selbstverteidigung und Notwehr mit legalen Waffen und Selbstverteidigungstechniken auf der sicheren Seite kommt heraus und ich bitte euch heute, mir zu helfen, damit ausgerechnet der Spiegel mich zum Bestseller-Autor ernennen muss. Ja, was soll ich euch sagen? Als mich der Eulogia Verlag gefragt hat, ob ich nicht ein Buch über diese doch sehr heiklen Themen schreiben möchte, da war ich zuerst ziemlich skeptisch. Ja, ich habe bereits früher Bücher geschrieben, 2 Stück immerhin. Ja, und deshalb weiß ich auch, wie viel Arbeit das macht und wie viel Zeit man da investieren muss. Ich bin beruflich als YouTuber und Waffenhändler gleichzeitig tätig. Naja, und wie ihr euch vorstellen könnt, deshalb nicht gerade unterbeschäftigt. Und zudem schätze ich natürlich die Vorteile des Bewegtbilds als YouTuber. Aber es stimmt schon, wenn man sich wirklich umfassend mit einem Thema beschäftigen will, dann ist ein Buch, so ein Sachbuch, einfach besser geeignet, als sich ein paar Videos dazu reinzuziehen. Ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass es wirklich nur wenig Literatur zu diesem Thema gibt und rein gar nichts, was ebenso umfassend wie schonungslos daherkommt. Ja, deshalb habe ich am Ende Ja gesagt und seither echt viele Stunden am PC gesessen. Schon viereckige Augen. Aber nun sind sie fertig, die Texte. Ja, es kommt jetzt noch das Lektorat, der Satz und der Druck und dann ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten. Ja, womit beschäftigt sich das Buch denn nun genau? Also im Buch findet ihr nicht nur die Grundlagen zu dem Thema Selbstschutz, sondern auch Antworten auf viele Fragen. Hier mal ein paar Beispiele. Was ist die richtige Waffe für die Heimverteidigung, für den Selbstschutz auf der Straße und bei Katastrophen? Wie wirkungsvoll sind freiverkäufliche Waffen überhaupt? Und wie komme ich legal eine scharfe Waffe? Über die Waffenbesitzkarte natürlich. Wie bekomme ich die? Wie und wo trainiere ich für den Ernstfall? Wann darf ich auf einen Angreifer schießen? Und muss ich eigentlich einen Warnschuss abgeben? Was passiert, wenn ich einen Angreifer kampfunfähig gemacht habe? Muss ich ihm dann erste Hilfe leisten? Ja, und natürlich, wie verhalte ich mich nach einer erfolgreichen Notwehr? Und dann haben wir noch eine üppige Sammlung von echten Urteilen zum Thema Notwehr. Also wie haben richtige Richter denn geurteilt in solchen Fällen? Und das rundet den juristischen Teil natürlich ab. Das Buch ist, wie typisch für mich, der pure Klartext. Ich verspreche, ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich gebe aber zu, allein hätte ich das nicht geschafft. Denn es gibt einfach viele Dinge, die in diesem Themenkreis zwar wichtig sind, in denen meine eigene Expertise aber nicht für ein wirklich gutes Buch ausreicht. Na, der Top-Waffenrechtler Michael Winkler steuert den rechtlichen Teil bei. Thomas Gast berichtet von seinen Erfahrungen als Soldat bei Bundeswehr und Fremdenlegion. Jochen Wiebe referiert über die waffenlose Selbstverteidigung. Und Vanessa Blank schreibt über den Selbstschutz in der Wildnis. Ja, das kann sie sicher viel besser als ich, wo ich immer nur gemütlich zu Hause sitze. Aber ich kann sagen, das sind die besten Experten, die man weltweit finden kann, die ich jedenfalls weltweit finden konnte. Ich bin echt stolz auf das Buch und kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, es kommt Ende November raus und kostet 19,99 €. Gibt es bei Amazon, gibt es bei Thalia, gibt es bei Bohl und bei Saxo und anderswo, wo man Bücher kaufen kann. Und es ist bereits vorbestellbar. Und warum ich euch ganz besonders bitte, das Buch vorzubestellen? Nun, das hat mit meinem Beef mit dem Spiegel zu tun. Die mögen mich nun wirklich nicht besonders, haben mich in einem TV-Bericht massiv angegriffen und meine Gegendarstellung abgelehnt. Ja, wie ich finde, widerrechtlicherweise. Aber nun muss man wissen, alle Vorbestellungen zählen als Kauf in dem Monat der Erstauslieferung, also im November. Also wenn ihr jetzt vorbestellt, zählt das alles für den November, wenn das Buch ausgeliefert wird. Und wenn genug Vorbestellungen zusammenkommen, dann habe ich die Chance, es in die Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher zu schaffen. Das würde mir gut gefallen, wenn die woken Damen und Herren beim Spiegel gezwungen wären, mich gewissermaßen in ihrem eigenen Blatt zu feiern. Jetzt bin ich natürlich in keiner Weise sicher, ob das zu schaffen ist. Aber wenn, dann verspreche ich euch, drehe ich ein Video mit der spektakulärsten Destruction-Aktion ever. Jedenfalls auf meinem Kanal. Und zwar mit Highspeed-Aufnahmen. Nichts ist so schön wie Zerstörung in Highspeed.
Ich habe euch den Link zum Amazon unten eingefügt und es wäre echt toll, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ich verspreche auch, das Buch taugt was. Tja, ansonsten war's das für heute. Danke und bye bye.